Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen die Alpenmap, unser Projekt Neuminibrunn. Und ich habe mir gedacht, wenn hier schon das Schneidwerk noch ein bisschen rumsteht, bevor es hier ganz verschimmelt, in Anführungszeichen, nehme ich nochmal einen Auftrag an, denn wir haben ganz in der Nähe Feld Nummer 9, Sorghumhirse zum Ernten. Und das können wir auf jeden Fall hier parallel machen, denn der Kartoffelernter hier vorne, der große Grimme, der ist jetzt so, ich sage mal, richtig in der Spur. So, über das Feld können wir eigentlich auch fahren. Da ist noch nichts groß gewachsen, als dass wir da hier Fruchtzerstörung hätten. Und wie gesagt, der Grimme ist hier jetzt so einigermaßen in der Spur. Der kommt zurecht. Vorne habe ich noch ein bisschen Vorgewinde gefahren, sodass wir keinen Stress mit der Straße bekommen. So, dann klappen wir den hier mal aus. Und dann haben wir noch den Waltra unterwegs mit dem Auftrag zum Pflügen. Und jetzt haben wir gedacht, dann können wir hier noch ein bisschen nebenher Sorghumhirse ernten. Denn wie gesagt, wir brauchen unbedingt Kohle. Geld muss her. Wenn wir dann auf den Herbst hin tatsächlich dann mit Forstwirtschaft beginnen wollen. Und da hätte ich halt schon gerne ein großes Gerätchen. Das große Problem ist ja immer, die Baumstämme auch abzutransportieren. Da müssen wir uns dann auch überlegen, wie wir das am geschicktesten machen und wie man die Baumstämme dann eben auch auf den Hänger bekommt. Eigentlich braucht man so einen Selbstfahrer, so ein All-in-One. Ich schneide mal alle Baumstämme hier in 8 Meter und entaste dabei. Sowas kostet dann halt auch ruckzuck gleich mal 300.000, 400.000. Und dann brauchen wir natürlich dann irgendwie ein Gerät, um das Ganze hier auf die Anhänger zu wuchten. Ja, das wird dann auch nicht unbedingt billig. Also da müssen wir dann mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Und das Land liegt ja auch dann so bei knapp, der Forst, das Wäldchen bei knapp 60.000. So, ich muss jetzt mal schauen. Ich glaube, der Kartoffelernter ist voll. So, ja, der ist voll, sehr gut. So, Motor starten. Bitte starten Sie den Motor. Gut, dann werden wir jetzt hier die Maschine abernten. Das Thema ist halt, dass der Grimm einen größeren Tank hat, als dass wir hier im Hänger hier Platz haben. Deswegen kriegen wir den nie ganz leer. Aber das ist insofern kein Problem. So. Wir müssen halt dann immer nur sofort das Zeug wegbringen. Und wir haben jetzt, glaube ich, 23%. Also da haben wir noch einiges vor uns. Da werden wir noch mindestens 6-7 Mal fahren, denke ich. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier einige Kartoffeln dann auch für uns übrig bleiben. Der Ventor 4150. Feines Teilchen. Ja, ich glaube auf Neubartelshagen in unserem anderen Projekt hier, dem Big Farm Projekt, da haben wir dann auch mal, glaube ich, im ganz großen Stil Kartoffel geerntet mit 2 oder sogar 3. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, da sind die Rehe wieder. Die ja jetzt, lass uns mal schauen, 9:58 Uhr, die sollen jetzt ja nur noch morgens und abends für 3 Stunden hier aufpoppen. Da bin ich mal gespannt, ob das soweit funktioniert. Denn es gab ja ein Update von der Map. Wir sind jetzt bei der Version 1.0.3.0. Und da wurde auch die Spawnzeit der Rehe angepasst. Die sollen jetzt nur noch morgens und abends für 3 Stunden aufpoppen und aus dem Wald springen sozusagen aufs Feld. So, und jetzt hier damit mit der Fuhre zum Supermarkt. Und dann müssen wir uns eigentlich noch einen Abfahrer richten für unseren Topliner. Ja, da kommt ja wieder richtig hier Geld rein. Da ist wieder richtig Action hier auf der Map. So, ich glaube, ich muss noch ein Stück, ne? Ja, da vorne ist der Supermarkt. So, da geht's rein. Sehr gut, und dann sind wir auch schon da und dann wird hier abgeladen. Dann schauen wir mal ganz, ganz kurz, wie weit wir sind. Okay, Feld Nummer 7, Pflügen, 41%, okay. Hier sind wir jetzt bei 36% und da müsst ihr jetzt auch gleich anzeigen. Ja, 35% sind abtransportiert und ja klar, da haben wir noch gar nicht angefangen richtig, okay. So, gute Frau, lassen Sie sich Zeit. So, dann hier rechts um. Links ist frei.
Sehr schön. Oh ja, man hört das Wasser. Als würde man am Meer sein. Okay. So, den Kühen und den Hühnern geht's gut. Das haben wir gecheckt. Die sind alle gefüttert. Und der Grimme da oben wendet gerade wieder. So, dann stellen wir den hier hin. Gut. Und dann, wo ist unser Drescher? Hier ist unser Drescher. Ja, okay. So, wie viel haben wir denn da drin? 17. Okay, also da können wir noch 2-3 Bahnen fahren. Ja, da werden wir dann mit dem Lamborghini werden wir dann hier den Abfahrer spielen. Weil der kleine Waldra wird ein bisschen schwach auf der Brust sein, denke ich mal. So, wo müssen wir eigentlich hier hin? Zum Bauernmarkt? Oder wo müssen wir hier hin mit der Sorghumhirse? Das müssen wir auch nochmal checken. So, der Tempomat rein. Okay. Jo. So. 90, das passt. Ja, das Feld geht jetzt da vorne gerade oder geht es da noch ein bisschen um die Kurve? Ach, das geht da noch um die Kurve. Okay. So, dann lassen wir die da runterfahren und dann, ne? Ja, so, jetzt fällt mir gerade ein, da sind wir ja halb ins Feld reingefahren. Ja, gut. So, wie weit ist der Grimme? Der fährt hier schon wieder auch zurück. Ja, das passt soweit. Und hier an den Bäumen müssen wir sowieso wieder mal gucken, dass wir hier manuell vorbeikommen, weil der Helfer wird da mit Sicherheit wieder Speränzchen machen. Wie sie mal tenten. So. Ja, mit den Bäumen, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ruckzuck hat sich die Maschine ja verfangen. Oder der Helfer eben steigt ein bisschen früher aus. So. Dann fahren wir jetzt hier so lang. Und machen hier die Hälfte. Dann können wir den auf jeden Fall losschicken. Den Helfer 60%. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall einmal hoch und wieder runterfahren. Wobei wir könnten den auch höchstwahrscheinlich. Ja, das macht er nicht. Kein Feld gefunden. Spannend. Steht mittendrin. Gut. So, wer hat da einen vollen Korntank? Es ist der Grimme. So, dann schicken wir mal hier den Helfer los. Ja, klar. Okay. Ja, da sollten wir dann am besten gleich ranfahren. Bevor er wendet.
Ja, ich liebe es, hier mit mehreren Maschinen gleichzeitig unterwegs zu sein, die Helfer arbeiten zu lassen und das Ganze hier ein bisschen zu koordinieren. Jetzt ist er doch voll, oder? Der ist voll, bevor... Ah, nö. Stopp. Ah, ja, klar. Dann müssen wir das von Hand machen. Aber erstmal hier abladen. Ups. Macht er das fertig? So, da ist er doch. Der gute Lambo. So, da bringen wir den erstmal da oben in Position. Aber ich vermute auch fast, dass der Drescher schon wieder voll ist. Ich habe es nicht gesehen rechts. Aber mit dem hier kommen wir auf jeden Fall gut rum hier. Was die PS angehen. Aber was hatten hier so? Achso, das waren die Stromleitungen, gell? Da hat es Stromleitungen. Ja, cool. So. Ist der Deckel hinten drauf? Ja. Ja, da kommen wir nämlich genau auch hier rechtzeitig zum Abtanken. Da ist nämlich der Schnorchel, das Rohr auf der linken Seite. Das passt. Na, so, dann können wir den erstmal hier stehen lassen. Jo, er ist auch fleißig am Arbeiten und dreht den Pflug, so wie es gehört. So, wo sind wir jetzt mit ihm hier? Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie macht man denn das jetzt am geschicktesten? Ja, mit dem Vorgewende, ne? Ja, da müssen wir einiges von Hand machen hier auf dem Kartoffelfeld. Es hilft nichts mit diesem großen Gerät und dem Wendekreis und allem. Der braucht natürlich Platz. Und fängt dann natürlich sehr früh an hier, die Wände einzuleiten. Und das ist dann eben so. So, können wir das hier mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, aber ohne hängen zu bleiben. So. So, ist ja noch ein bisschen früh am Tag, 10.08 Uhr. Haben wir also noch viel, viel Zeit hier für Aufträge und ähnliches. Und dann bin ich mal gespannt, dann können wir im nächsten Monat auf jeden Fall schon das erste Gras ernten, beziehungsweise mal wieder eine Wiese mähen. Machen wir ja so selten. So, jetzt aber den Kollegen hier wieder in die Bahn schicken. Da hat er ganz schön wieder hier geflattert. So, mal schauen, ob er das jetzt auch mitnimmt oder lässt er das wieder stehen. Ja, das nimmt er mit. Sehr gut. Okay, was macht jetzt unser Drescher, beziehungsweise hier 45? Okay, er arbeitet und da haben wir genügend Platz. Dann können wir mit ihm hier losfahren, mal wieder abliefern. So, da ist gar kein Weg. Ups. Oh, das war jetzt aber knapp, würde ich sagen. Das war knapp. So, hier im Kreisverkehr gleich rechts. Kommt von links was? Nein.
Boah. Sehr schöne Sache. So. Ja, ganz toll. Das hat hier richtig ein bisschen Atmosphäre, muss man absolut sagen. Hier mit der Kirche auf der linken Seite. Richtig Dorf. Mit Autos, mit Menschen. Das ist richtig ein bisschen Leben. Sehr schön. Ich kann es immer nur wieder betonen. Eine sehr, sehr schöne Map, die mir viel, viel Spaß macht, wenn ich hier die Einfahrt nicht verpasse. So. Hup, hup. So. Was steht da? Agricultural Empire Anywhere. Okay. Ach, Grow Your. Okay. Sehr schön. So, wo sind wir? 46. Oh je, da werden wir also noch viermal fahren müssen. Und die Enten sind zu hören. Sehr schön. Und das Meeresrauschen, die Meeresbrandung. Vermutlich machen die Enten die ganzen Wellen. Oh, da rennt mir direkt das Reh oder spawnt direkt das Reh vor dem Traktor. War klar, ne? Und so muss der Grimme da vorne wieder wenden. Ja, das ist klar, das Vorgewende reicht nicht. Aber sei es drum, wir werden jetzt hier, glaube ich, mal kurz abtanken. Ah, stopp. Und? 67, okay. Und dann muss ich nochmal schauen, wie gesagt, wo muss das Zeug eigentlich hin? So, da schauen wir doch mal. Feld Nummer 7 aktiv und es muss hin. Wo muss es hin? Ah nee, das war Pflügen. Feld Nummer 9 zur Getreidemühle. Lass mich nochmal kurz überlegen, bevor ich mich wieder verfahre. Getreidemühle war doch hier, oder? Ah, Bingo. Langsam kenne ich die Map. So. Ja, ich bin ein gebranntes Kind. Letztes Mal. Oder die ersten Male ganz schön lange nach dem Material gesucht, beziehungsweise nach den Abladepunkten. So. Ja, eigentlich könnte man hier mal ein bisschen noch hochfahren, ein bisschen Vorgewende fahren. Weil der Grimme ist da vorne wieder am Wenden. Und wenn er dann voll ist, dann steht er eigentlich auf der richtigen Seite. Gut, dann fahren wir hier mal. Ja, ich muss ehrlich sagen, also mit dem Topliner, da haben wir einen guten Kauf gemacht. Der ist genau eigentlich richtig gut. Wenn es jetzt noch einen Meter mehr wäre, Schneidwerk, dann wäre es auch nicht verkehrt. Aber natürlich, dass er einen deutlich größeren Korntank hat, das hilft uns. Den müssen wir nicht ganz so häufig immer wieder abtanken. Und er hat auch genügend PS, um hier den Berg hochzukommen. Also insofern war das eine gute Investition. Und mit dem Gerät werden wir mit Sicherheit noch einige Ernten durchführen. Sehr schönes Gerät. Da könnte natürlich auch ein bisschen auf der Straße schneller sein. Aber wir haben ja zum Glück unsere Felder zumindest ganz in der Nähe. Aber wenn wir natürlich hier weiter der große Lohner unterwelt, der Lohner sein wollen hier auf dieser Map, weil im Prinzip sind wir das ja der Lohner hier auf dem Hofe, auf dem Dorf.
weil wir ja sehr, sehr viel Lohnarbeit machen und dadurch Geld reinbringen. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwann, da ist er doch, da steht er, dass wir dann irgendwann mal doch vielleicht einen etwas flotteren Drescher uns zulegen. So. 10.15 Uhr und da rennt er wieder direkt vor den Bug, hätte ich beinahe gesagt. Vor die Haube. So, hier abtanken. Und dann könnten wir eigentlich den hier auch abtanken und könnten mal die ganze Fuhre schon mal wegbringen. Dann kann er nämlich in der Zwischenzeit in aller Ruhe hier noch ein paar Runden drehen. Ach, Max, okay. Ja, dann müssen wir sowieso los. Dann machen wir nochmal eine schnelle Abfahrt. So, die Plane haben wir drauf. Und dann bringen wir das Ganze hier zur Getreidemühle. So war das doch. So, hier schön diesen Serpentinenweg hier runter. So, rechts ist frei. Und hier geht es jetzt links hoch zum... Ah, Biogasanlage steht da, aber da ist auch die Getreidemühle hier links. Das müsste richtig sein, wenn ich mich nicht irre. So, Schranke geht auf. Sehr schön, da gehören wir hin. So, da wird abgeladen. Bingo. Und Sorghumhirse. Sehr schön. So, mit diesem Bild, mit dieser Szene darf ich mich recht herzlich wieder mal bei euch bedanken. Wir laden hier ab von Feld Nummer 9, 60% abgeschlossen. Ich sage jedenfalls recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Hier Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Das wunderschöne Alpenprojekt hier auf Neuminibrunn. Ich darf mich, wie gesagt, recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.